Während die Olympischen Spiele in Pyeongchang noch im vollen Gange sind, gilt es für die Paraskifahrer, die letzten Läufe vor dem großen Highlight zu absolvieren. Auch Medaillenfavoriten wie Claudia Lösch oder Roman Rabel sind bei der Kombination mit am Start. Der viele Schnee in den letzten Tagen führte beinahe zu einer Absage des Rennens, doch der Skiclub Abtenau schaffte es doch noch, eine tolle Piste zu zaubern. Ja, muss sagen, weil Super-G ist immer ein bisschen eine kritische Sache von der Sicherheit auch und von der ganzen Drumherum. Aber ich muss sagen, also es war sehr gut. Also recht herzlich bedanken wir unsere Mitarbeiter, die uns da mitgeholfen haben, damit wir das wirklich bravourös den Ablauf machen haben können. Am Beginn stand der eben angesprochene Super-G auf dem Programm. Aus österreichischer Sicht konnten sich wie erwartet Claudia Lösch, Roman Rabel und Thomas Krocher in ihren Klassen in Führung bringen. Unter den anwesenden Sportlern sind wieder zahlreiche weitere Nationen vertreten. Besonders bemerkenswert dabei sind immer wieder die visuell Beeinträchtigten, die den Kurs mit Guides bewältigen. Karl Fotocek vom Salzburger Landesskiverband ist jedes Mal erneut beeindruckt von den Leistungen der Sportler. Ich muss sagen, das Rennen ist sicher wert, dass man zuschaut, auch, weil die Leistung, was da erbracht wird für die Leute, Hut ab. Ich muss sagen, die bringen schon eine Leistung. Und man tut sich überhaupt wundern, dass sie überhaupt so fahren können. Aber die Leistungen sind da und man muss nur bewundern. Nach einer kurzen Pause und kurzer Vorbereitung steht dann der Slalom auf dem Programm. Ein schwieriger Kurs macht es den Läufern nicht einfach, so auch Thomas Krocher, der kurz vor dem Ziel den Sieg in seiner Klasse vergibt. Nicht so Claudia Lösch und Roman Rabel, die ihre Gruppen relativ souverän gewinnen können. Für den Tiroler Rabel war es sogar die beste Slalomleistung in dieser Saison, was ihn sehr glücklich macht. Na, war ein lässiges Rennen, also ein Super-G war schon ideal, also ziemlich cool und einen besten Slalom von meiner ganzen Saison bin ich hergefahren. Also die Trainer waren sehr begeistert, also war ein cooles Rennen, perfekt vor den Paralympics dann und ja, ich bin bereit. Eine tolle Vorbereitung für die Paralympischen Spiele also. Seitens des ÖSV wird auch von den anderen Sportlern einiges erwartet, aber gleichzeitig auch etwas auf die Bremse gedrückt, was die Erwartungen betrifft. Die Realität spielt wie bei Olympia, auch bei Paralympics immer wieder ein anderes Klavier. Und was wir hoffen, dass es dem einen oder anderen gelingt, aber wir müssen auch damit rechnen, dass da und dort einmal einfach nicht so gelingt. Und deswegen müssen wir ein bisschen den Ball flach spielen. Als eines der heißesten Eisen auf Edelmetall wird dabei Claudia Lösch gesehen. Durch ihren Gesamtweltcupsieg und die beiden Medaillen vor 4 Jahren in Sotschi ist sie speziell im Riesenslalom und in den Speedrennen zu favorisieren. Also ich habe eben heuer schon eine sehr gute Saison gehabt, habe das erste Mal seit 8 Jahren wieder den Gesamtweltcup gewonnen. Und von den Disziplinen her, also habe ich sicher in den schnellen Sachen und im Riesentallauf die besten Chancen. Und da habe ich das vor, nochmal so richtig schön abzuschließen.